auf Overpass. Und jetzt sehen wir es. Es geht los mit der Messerrunde. Natürlich wie gewohnt hinten am Brunnen in der Mitte. So, es wird ja gar nicht groß gezögert. Ach, 2 gegen 2. Darf passt. Ist ein Vorteil, jawohl, das macht er auch. Und somit geht die Messerrunde an Team Spirit. Schlag jetzt einmal auf den Switch. Team Spirit geht rüber auf die City-Side, währenddessen MK jetzt rüber auf die T-Side muss. Erste Runde ist live. Und wir schauen mal, wie das Ganze startet. Viermal Careful auf beiden Seiten. Team Spirit mit Diffuse geht Doppelflash. MK mit Smoke, Flash und Granate. Erstmal geht's den Aufbau für die Mitte. Ha, hinten Darfgast. Kickt mal rein, sieht hier zwei, drei Mann, zieht sich wieder zurück. Sterix hilft ihm dabei. Und erstmal gibt's ein paar Infos, aber noch kein einziger Bullet, die hier irgendwo im Gegner gelandet ist. Team Spirit mit einem 2-3 Setup, spielt zu zweit B, zu dritt die A-Side. Ja, hält die Mitte etwas offensiver von Toilets aus. Und da muss man aufpassen, Sterix, Darfgast ziehen sich zurück, währenddessen im Connector. Oh, da geht es los. Coldy hat die erste Info, hört die Steps, USB versucht, gegen BAN holt ihn sich. Der erste Vorteil, den gibt es für Team Spirit. MK muss jetzt aufpassen, Unterzahl 4 gegen 5. Und im Connector kommt Coldy nochmal nach oben. Oh, der kommt, USB trifft die Shots nicht, muss aufpassen, zu sich zurückziehen. Dima ist da, als Backup fällt. Cody versucht es, fällt instant. Und somit gibt es die Überzahl für MK. 4 gegen 3. Man ist auf der Bombside B drauf, ist bereits unten im CT Graffiti. Sterix, Sars und Flick machen das. 3 gegen 3 jetzt. Alles wieder ausgeglichen. Und immer noch das Defuse-Kit, was am Leben ist. Die kommen zusammen, sneaken sich auf die Bombside drauf. Flick ist raus, Sterix. Holt sich gerade noch so Victor in den Trade-Kill. Defuse-Kit aufgenommen. Er hat Kevlar, 89 HP. Aber beide. Na, stehen sie perfekt für ihn. Er zieht durch mit 3 Sekunden. 2 Leader. Und dann bricht er ab. Und unten. Smeta muss gar nicht mehr rauskommen. 1 zu 0 für MK, nachdem man erst in der Unterzahl war. Und dann eben durch die beiden Fracks im Connector das Ganze wieder in die eigene Richtung lenken konnte. Wir sehen direkt die Doppel-AK bei MK, währenddessen Team Spirit auf Pistolen Kevlar geht. Triple Legal, 5-7, P250, keine Granaten, keine Fuse-Kits. Smeta versucht hier durch die Wand durch, spaliert am ersten in der Mitte. Der erste Deagle ist raus bei Team Spirit. Ja, man lässt hier die B-Side erstmal nur mit von Dima gedeckt, der jetzt hier hinten schon T-Spawn durchpusht. Da muss aber aufpassen, denn Smeta wartet. Wenn sich Dima hier einmal zeigen sollte, hat er ganz schnell die Info, dass B ausgegangen ist, damit man nicht hier vielleicht schnell draufgehen kann. Dima kommt hinten. Oh, der AK-Spinner sitzt nicht ganz. Immerhin weiß Dima jetzt Bescheid, dass es eben auf B vielleicht eine kleine Lücke geben könnte. Da kommen jetzt Dreamer und Spidey da aus dem Connector so ein bisschen mit ins Programm, mit in den Aufbau von MK. Man probiert es doch nochmal oben auf der A-Seite. Ja, Sergeant Flick. P250 sieht hinten Spy Leader, versucht es, man muss sich aufpassen, dann gibt es meist, es gibt hier SMGs, es gibt AKs. Naja, bislang das Ganze noch nicht von Erfolg gekrönt bei Team Spirit. Sie haben ein bisschen Schaden gemacht, jetzt vielleicht darf Ghost gegen Spy Leader. Na, sie schießen jetzt hier drei Spieler an, aber Coldy ist alleine, Deagle gegen Lang, dann doppeln sie ihn. Und Victor ist direkt da, um den Kill zu traden. 2 zu 0 für MK und Team Spirit muss erstmal in die Pistol Eco Runde rein. Wir sehen einmal die taktische Pause. Also scheinbar vielleicht bei Team Spirit. Ja, vielleicht eine kleine Taktikanpassung, die man jetzt hier in der Pistol-Eco-Runde raushauen will. Indem man vielleicht versucht, jetzt hier mit einem kleinen 4-5-Mann-Stack MK so ein bisschen zu überraschen. Und natürlich MK. Wenn man sich dann darauf einstellt,
Bleibt man bei den 2 oder geht man auf 3, 4 AKs? Versucht man vielleicht die UMPs vorzuschicken, um an die Infos zu kommen, dann vielleicht mit den AKs zu traden. Scheinbar ist das Ganze wieder live. Die taktischen oder auch technischen Probleme wurden gelöst. Und jetzt geht's los in Runde Nummer 3. MK bleibt bei der Doppel-AK. Victor bleibt hier nur auf der P250 mit Kevlar, Smoke und Molotov. Also spart sich hier ein bisschen Geld. Währenddessen Team Spirit auf den 5-Mann-B-Stack geht. Und da müssen sie aufpassen. Flick am Anfang. Kurz stehen sie schon zu zweit. Zwei Leader, Victor, sie warten. Der MAC-10 schießt hier das ganze Magazin rein, holt 3 Frags raus. Na, die Möglichkeit war nicht schlecht, aber ist nicht erst ausgegangen. Da kostet Derek versucht es gegen Victor, schafft den Trade und dann kommt Dreamer um die Ecke. 3:0 für MK. Jetzt geht es für Team Spirit endlich in die erste Fullback-Round. Erstmal oben offensiv. Darfkast trifft den ersten Shot nicht, zieht sich zurück. Xerix ist da mit der M4. Oh, gut gemacht. Hat hier Victor zum Teamkill verführt. Und dafür selber nicht allzu viel Schaden eingesteckt. Minus 40 bei ihm. Und Stuffkast holt den zweiten auf lange. Jetzt Xerix muss aufpassen. Sieht hier zweimal vor sich. Oh, schafft es gerade schon zurück mit der M für den zweiten Kill. Darfkast pickt nochmal nach mit der AWP. Und er weiß, da steht noch BRN. Und der muss irgendwo links, rechts, vorne an der Kante sitzen. Im Connector kommt Cody von der Seite gegen Dreamer. Und das ist BRN. 1 gegen 3 Unterzahl. Darfkast wartet auf ihn. Gespottet. Ganz einfacher Shot. Erste Runde für Team Spirit. Die Fullback Round geht komplett auf. Trotzdem. Ja, trotzdem braucht man hier 2 Runden am Stück. Denn auch MK ist nochmal in der vollen Buy-Round. 5 AKs, Kevlar, Helme, Full Nades und wieder die AWP offensiv. Darfkast schaut über den kleinen Zaun hinweg. Ja, Flashbangs sageln rein, um ihn hier so ein bisschen davon fernzuhalten. Und MK geht erstmal auf den etwas langsameren Aufbau. In der Mitte, im Connector und vor der B-Side. Team Spirit wieder offensiv auf B kurz. Darfkast, Xerix offensiv auf A den Toilets. Man schaut, ob man hier vielleicht im Boost, im Connector sich einen kleinen Vorteil erarbeiten kann. Coldy schaut rein und unten kommen jetzt Dreamer und Spuddy da hervor. Coldy, ah, sieht ihn mit der M4, holt den ersten Job drunter. Aber Dreamer ist da, weil er wartet. Er muss warten. Hört die Steps zurück Richtung Bombsite, guckt hier über den Schlitz nach, hat kurz gespottet. Hinten auf lang könnten sie jetzt durchgehen. Smeta und Victor kommen rum. Oh, Doppelspay sitzt nicht, aber Smeta ist da, um instant zu traden. Was, da hinten noch Starts und Flick. Und der könnte hier gegen 2, 3 Mann noch erfolgreich sein. Mortov forst ihn etwas zurück ins Wasser, brennt aber nicht an, schießt. Wunderbarer Spray dann in der Bombsite, in der Smoke geplantet worden. Unterzahl für MK. Immer, passt auf kurz auf. Onside, Smitter zieht sich Richtung lang zurück und jetzt müssen Darfkast und Sargeplick das Ganze noch irgendwie rumreißen. Wir haben noch eine Smoke, vielleicht für die Bombe. Sie wissen, kurz kann stehen, lang kann stehen. Sargeplick guckt rein, Flashbang Richtung Short. Na, Shots werden gehört, defused einmal kurz an, um sie rauszubaiten. Nächste Smoke oben gespottet, Darfkast sieht durch und Sargeplick muss jetzt in die Smoke reinschießen. Da kommen sie, boosten sie, Dreamer ist raus. Smeter schafft es nicht mehr in der Zeit, den Bomben-Defuser rauszunehmen. Und somit geht die 5. Runde erfolgreich an Team Spirit. Da haben sie gerade nochmal Glück gehabt, dass es hier wirklich gerade so maximal eine Sekunde war, mit der Fuse durchgegangen ist. Trotzdem fleht man 4 Spieler und muss 4-mal nachkaufen. Wir sehen direkt keine AWP mehr für Darfkast. Der geht jetzt hier auf die Farmers. Währenddessen, dass bei MK natürlich wieder 3 AKs und eine Doppelgalil gibt. Also nochmal alles investiert, alles geforst. Starex.
Perfekten Read gehabt, Molotov reingeworfen, sie nicht durchpushen können. Darfgast ist da! Auch er macht den zweiten Kill. Und auf lang pushen sie durch. Aber da schaut Derek nicht im richtigen Zeitpunkt hin. Flashbang für Dorfkost in die Mitte. Dreamer blind gewesen, zieht sich zurück. Währenddessen auch Sascha Blick jetzt lang. Man nachschaut, Sprayt wunderbar. BRN Dreamer. 2-4 Unterzahl. Molotov hält sie erstmal zurück von lang. Und er kommt da und peakt wunderbar gegen Sascha Blick. Auch Dreamer ist erfolgreich. Rotation kommt schon von der B-Side. Und Dima und Cody müssen aufpassen. Aber durch diese minimale Gap auf lang kann Cody beide Fracks auf einmal machen. Und Spirit, Team Spirit gleicht aus auf ein 3:3, währenddessen die Economy von MK nicht allzu gut ist. 2.500, sondern gibt immerhin eine AK und Spy Leader. Und geht schlussendlich doch in den Force Buy rein. Also Doppel-AK, Doppel-Deagle. CZ, Speedo 50, diesmal etwas offensiver in der Mitte. Darfkost wieder mit der AWP, Sterix. Ja, die Shots gehen erstmal nicht auf. Und somit gibt man MK erstmal ein bisschen Platz, um sich hier für diese 7. Runde aufzubauen. Aktuell stehen sie noch etwas defensiver. Schauen erstmal, ob Team Spirit weiterhin offensiv agiert. Die decken aktuell eher in Richtung A lang, eher in Richtung kurz und auch in Richtung B lang. Mitte, Toilets, Connector könnte man also sich ganz simpel aufbauen. Sterix offensiv auf A lang. Hat Darfkast als Support dabei, steht defensiv hinterm Stein und wenn er mit der AWP irgendwelche ersten Infos bekommt, kann er direkt ansagen. Dima. Noch abgesmoked. Guckt, ob er hier vielleicht ein paar Steps hört. Granate kommt rein, macht aber erstmal keinen Schaden. Fliegt viel zu kurz. Und dann hätte er jetzt die Steps. Und da kommen sie durch. Steps sind gehört worden. Dima, Cody. Vielleicht eine Popflash, die er hier bekommen kann von Sergeant Flick. Alle 5 Mann warten unten. Spy Leader. Und Info haben sie. Dima umgeschossen worden. Auch Sergeant Flick kann nicht traden. Und das sieht gut aus für MK. Die beiden AKs machen die Entries. Darfkast und Sterix. 2-4 Unterzahl und immerhin haben sie ein Glück, denn Smeta und auch Victor sind beide schon angetaggt. Da könnten sie vielleicht noch 2 schnelle Frags ziehen. Sterix kommt über kurz. Victor aimt ihn ab, muss ihn haben. Wunderbares Aiming. Darfkast muss sich entscheiden. Versucht er es. Er hat aktuell kein Kit in der Hand. Oder aber geht er hier in den Safe. Vielleicht noch eine Waffe rausnehmen. Mal wird unten gepusht von Smeta. Der kommt hier ganz langsam nach, hört die Steps in Richtung Alang und das weiß Victor, kommt, das Meta fliegt sich und vorbei, Darfkast holt ihn sich, die AWP sollte hier nicht mehr in Gefahr kommen. MK holt sich in der Force bei Runde mit nur 2 Rifles die Runde und geht somit wieder in Führung. Team Spirit forst hier komplett rein. Wird wieder alles investiert. Die AWP auf Darfkast, der Rest mit M4, Doppelump, Deagle. Es gibt wieder den etwas B-lastigen Aufbau bei MK, welche sich hier gute Chancen aus, schnell auf B draufzukommen. Eine Granate von Dima macht wenig Schaden an BRN. Sie warten. Steps sind noch nicht gehört worden. Sie haben eine Flashbang. Ah, Cody und Dima müssen aufpassen. Victor, der Closed-Hit kommt raus. Oh, Cody, unglücklich. Wird jetzt gepusht von Victor. Und dann sitzen instant die ersten beiden Entry-Fracks. Und erneut muss sich Team Spirit entscheiden. Versuchen sie es oder gehen sie hier in den 3-Mann-Safe rein. Sie haben eine AWP, sie haben eine UMP und Deagle natürlich Kevlar. Ein Kit und Granaten, die es durchaus wert sind zu sichern. Denn ein 3-5 Unterzahl Retake, na, den zu vollziehen, das ist schon gar nicht mal so einfach. Ja, erste UMP ist raus. Sterix oben an der Party, holt sich Dreamer. Darfkast hat Probleme gegen Spy Leader. Meta kommt raus, Derek zum zweiten schafft das nicht. Darfkost schafft das immerhin in Richtung Alang zurück.
Aber es sind Meta und Spuddy da, kommen, pushen rein, schauen Richtung Playground, Darth Kost am Stein. Und die AWP sollte er durchbringen, jawohl, schafft er. Also, immerhin eine von drei Waffen durchgebracht. Und trotzdem... Trotzdem muss man nochmal in die Pistole-Ecke-Runde gehen. Jetzt sehe ich alle Augen gerichtet auf Darth Kost. Er muss jetzt hier mit der AWP die Frags machen. Und genau, er geht auf B, währenddessen sich MK wieder schnell auf B orientieren möchte. Ja, Darth Kost könnte den kleinen, aber feinen Unterschied ausmachen. Dima wird gepusht hinten. Coldy weiß Bescheid. Darth Kost zurück, schaut von kurz rein. Die Fire Shots gehen erstmal an ihm vorbei, währenddessen Sergeant Flick hinten das Backup hat. Darth Kost. Kommt jetzt hinten vom Monster, oh, holt sich BRN raus, den zweiten Mann angeschossen. Hinten ist jetzt Coldy weg und Darth Kost. Na, sie wissen, dass er auf B steht, er fliegt rein, holt den zweiten und er macht das gut. Und das ist die Chance, die sie brauchen, aber Darth Kost, der darf nicht sterben, denn er hat Kevlar und die AWP. Vielleicht bekommt er einen Griff, den ich Darth Kost, den dritten will er nicht haben, nein. Dima, 1 gegen 3, holt sich noch Smeta raus, weil dann ist Schluss an Spyleader. MK erneut mit 3 Runden Führung. Und jetzt gibt's wieder die Fullbar-Round. Dima mit Darth Kost und auch Sergeant Flick offensiv in der Mitte. Oh, machen das gut auf lang, muss Coldy aufpassen. Kommt rum! Und Doppelkill für ihn! Und jetzt haben sie die Überzahl. Team Spirit, Dreamer, kommt hinten raus aus dem T-Spawn. Mit so einem Meta-Bomber können sie aufpicken. Wird nicht offensiv gehalten von Team Spirit. Ja, das will man diesmal nicht riskieren, eher defensiv zurück Richtung Bombsite gehen. Dann so langsam, natürlich MK, sie müssen zusammenarbeiten, sie müssen das Ganze zusammen aufbauen. Coldy guckt, ob er hier im Sprung auf lang was sehen kann, tut er erstmal nicht. Und das könnte die Chance sein, jawohl, doppelt Coldy. Und instant muss die Rotation kommen. Starix kommt von unten vom B. Sachsen fliegt schon auf B-Short, sieht den Bombplatter nicht, da die Bombe offensiv für Bank gelegt wurde. Starix, Sachsen Flick. Kommen langsam rein. Zum Meter unten an der Bank. Hat eine gute Position. Aber nicht gut genug, um hier gegen Starix zu bestehen. Und Sachsen Flick macht den letzten. Wunderbar, der Retake glückt. Und die Runde geht erneut an Team Spirit. Entscheidende Runde wieder bei Team Spirit, denn natürlich sind dort zwei Spieler am Leben geblieben. Drei Mann mussten nachkaufen. Darth Kost bekommt wieder seine AWP, spielt diesmal auf der B-Side und... auf Tick. Ein Connector, Granate. Nicht allzu viel Schaden. Kommt rum! Doppelkill denied. Dreamer ist da und Darth Kost alleine auf der B-Side. Das könnte der Vorteil sein, den MK hier braucht. Darth Kost schaut, aber BRN ist da. Unterzahl für Team Spirit und sie müssen sich wieder entscheiden. Versuchen sie es. Sie haben diesmal nur ein 3 gegen 4. Oder gehen sie erneut in den Safe und genau das wird auch getan. Team Spirit erneut auf Alang, um die Waffen durchzubringen. Ja, gefährlich sollte es hier nicht mehr werden. Aber natürlich auch MK hat nicht allzu viel Geld auf der Bank. Und die Jagd lohnt sich nicht wirklich, wenn man hier noch 2-3 Spieler verlieren sollte. Würde man dadurch Team Spirit so ein bisschen die Möglichkeit geben, mit einem Überraschungseffekt die Economy wieder zu brechen.
4-7. Wieder 3 Runden Lead für MK und bereits sind sie ganz nah dran an der Halbzeitführung. Duffcast muss gezwungen mit der Scout spielen, piekt trotzdem Mitte oben rein. Ah, Flashbang trifft ihn nicht, den ersten Mann crossen, weiß Bescheid, und Sterix schiebt instant in Richtung lang. Ja, und sie warten erstmal. Man zieht sich wieder defensiv zurück, diesmal nur 2 Spieler auf der A-Side, Sterix und Duffcast. Währenddessen MK ja, erstmal wieder defensiv spielt, einfach nur up-aimt, jetzt so langsam in Richtung Mitte und auch Richtung lang nach vorne kommt. Sterix hat die erste Smoke gespottet. Hört die Steps auf der Party im Connector hinten. Sergeant Flick vom Sprung was in Richtung Short sehen kann. Und Sterix, ah, unglücklich. Den ersten Headshot nicht getroffen. Smoke geht nicht ganz auf. Versucht sich jetzt zurückzuziehen. Und das sollte er schaffen. Jawohl. Bloß keinen Nachteil fürs eigene Team rausholen. Spirit muss aufpassen. Duffcast auf lang. Trifft den Short nicht. Schaut Richtung Short. Sterix close an den Toilets. Währenddessen schon die erste Rotation kommt. Duffcast weiterhin in Richtung Alarm fixiert. Schaut rein. Komm, trifft den ersten Tag. Hinten steht schon close. Den zweiten Tag. Duffcast und Sterix. Ah, Sterix von Short fällt unglücklich. Na, die Unterzahl, die könnten sie noch rumdrehen. Oh. Cody und Dima. 2-4 und A3 Spieler sind angeschossen bei MK. Das ist eine Möglichkeit. Dima und Cody im Connector. Aber Dima fällt. Von daher geht's hier erneut in den Save von M4. Und Kevlar gleichbedeutend mit der 8. Runde für MK. Halbzeitführung haben sie sicher. Und Team Spirit muss jetzt versuchen, noch irgendwie aus dieser 4 eine 7 zu machen. Nächste Runde wird auf jeden Fall wieder extrem schwierig, da man natürlich eben maximal 2.000, 3.000 Dollar hat und nur eine M4 sichern konnte. Und MK hingegen hat für die letzten 3 Runden noch massenhaft Geld zur Verfügung. Kauft eine Deagle, einmal Kevlar, Sterix. Vielleicht einen mit einem Deagle-Headshot setzen kann. Wird erstmal nicht beglückt. Weiterhin also ein 5-5. Spy Leader bleibt auf der MAC-10. MK diesmal wieder. Dieses defensive Setup, defensiv vor B, oben am Playground und auch im Connector. Jetzt so langsam bei 50 Sekunden nimmt man erstmal den Connector ein. Auf kurz steht Dima offensiv. Und man nimmt sich bereits erfolgreich Sterix raus. Das hätte vielleicht eine Chance sein können für Team Spirit, eben mit der Kevlar und Deagle die Kill zu setzen. Coldy, geboostet worden, holt den ersten, aber instant kommt der Trade-Kill von Dreamer. Und auch die erste M4 ist raus. Natürlich kann sie aufgenommen werden, aber kein Kevlar mehr bei Team Spirit. Im Connector kommt Dima, versucht gegen so Meter, 20 HP, kann ihn nicht ganz finishen. Kommen jetzt überladen. Oh, Sergeant Flick schafft es, einen rauszunehmen, den zweiten nicht mehr. Irgendwo liegt die M4. Darf das vielleicht gegen 3? Alleine! Ah, der Aimpunch kommt rein. Dreamer ist da. 9. Runde für MK. Team Spirit braucht diese Runde. Ansonsten könnten sie Gefahr laufen. Hier mit einem 11-4 aus der Halbzeit rauszugehen.
Wieder der 2-3 Setup. Starex aktuell ist alleine auf der A-Set, hat Duffcast noch mit dabei. Auf B stehen sie in den Barrels, Close der Langröhre und eben Close vor kurz. Ja, machen sich bereit hier durchzupushen und das könnte aktuell aufgehen. Dima, Cody drehen sich um, pushen raus gegen zwei Mann, Dima! Aber Victor hat den Braten gerochen und instant gibt es die Überzahl für MK. Ein offensiver Push nicht erfolgreich. Und auf B, da müssen sie jetzt aufpassen. Botfick. Da steht Klos an der langen Röhre und wartet drauf, dass sie hier durchkommen. Und wenn MK sich dazu entschließt, hier mal durchzuschießen, ja, dann könnte er ganz schnell raus sein. Hat sich jetzt oben ein bisschen an die Röhre geboostet. Victor, Spy Leader, Dreamer müssen die Ecke checken. Tun das auch. Duffcast, Xerix. Die haben die Frage. Wieder die Frage. Geht's um den Safe? Oder versucht man's? Man hat diesmal kein Defuse-Kit. Duffcast bekommt keine Infos. Bombe ist geplantet worden. Er sieht unten Dreamer, aber jetzt weiß auch er, das sollte er eigentlich nicht mehr packen. Es geht defensiv zurück. Und erneut in den Safe von Doppel-M4 und Doppel-Kevlar. Bislang MK mit einer relativ soliden Performance. Starex hört die Steps hinten von BRN, holt ihn sich erfolgreich ab. Victor versucht hier noch die Waffe rauszunehmen, schafft das noch in der Zeit? Jawohl! Starex raus und nur Duffcast nimmt die M4 mit und das ist erneut doppelt bitter für Team Spirit. In der letzten Runde müssen sie gerade mal noch so UMPs und eine Doppelfarmers reinkaufen. Immerhin ein Defuse-Kit und ein paar Granaten. Währenddessen natürlich wieder MK im deutlich besseren Setup in die Runde startet. Diesmal etwas offen die VB im Connector und in der Mitte oben. Team Spirit wieder mit dem 2-3 Setup. Duffcast und Starex auf A, der Rest steht auf B. Ja, und sie warten. Sie warten vielleicht wieder auf den offensiven Push aus der Röhre raus von Cody und Dima. Natürlich, da der dieser letzte Runde nicht wirklich funktioniert hat. Warum also nochmal versuchen? Warum nochmal MK den Vorteil herschenken? Kurz raus. Erste Info ist da. Spidey bekommt den ersten Anschuss. Minus 14 bei ihm. Fick. Schießt Richtung Short. Ja, die Kugeln gehen nicht ganz auf. Und unten auf lang muss man aufpassen. Cody und Dima warten drauf, dass hier die Granaten Richtung B fliegen. Smokes, Molotovs, alles kommt rein. Auf lang pushen sie durch. Cody muss draufkommen. Popfisch ist gut. Cody! Und dann sitzen die Shots nicht. Duffcast immerhin tradet der Überzahl. Die können sie haben. Jawohl. BRN im einzigen 2 und er ist angeschossen. Und dann kommt Starex von kurz. Und immerhin, immerhin gibt es 5 Runden für Team Spirit auf der City-Side. Bislang macht hier echt MK einen extrem soliden Eindruck. Team Spirit ist oft in den Safe gegangen, hat oft versucht, natürlich mit ein bisschen veränderten Taktiken, mit ein bisschen Aggressivität das Ganze, ja, sich so einen kleinen Vorteil zu erschaffen, was nicht immer aufging. Man konnte zwar 1-2 Kills setzen, aber dann haben die Trade Kills gefehlt und Team Spirit, da waren dann einfach die Kills nicht da, währenddessen bei MK immer wirklich ausnahmslos die Trade-Kills da waren.
Wir warten auf den Start der zweiten Halbzeit. Hier ist die Frage in der Pistol-Runde. Team Spirit, können sie auf der T-Side die erste Runde für sich entscheiden oder aber kann MK hier die Führung erstmals auf 8 Runden ausbauen? Zweite Halbzeit ist live. Beide Seiten mit 4-mal Kevlar. Kit und Smoke bei MK. Smoke Doppelflash bei Team Spirit. Erstmal teilt man sich auf in Richtung Connector, in Richtung B-Side. Und da steht aktuell nur Smeta und Dreamer, die beiden, die das Ganze aufhalten. Währenddessen mal Mitte lang offensiv pusht. Dreamer hat die Info, hört die Steps. Erste Smoke und Flashes kommen rein. Dreamer muss sie passieren lassen. Bombe ist on, sind kann gelegt werden. Und drei Mann kommen überall lang. Sie haben den Fuse-Kit. Streamer wird gepusht von Dima. Oh, von 3, 4 Mann. Die pushen unten Richtung CT rein. Haben jetzt die Graffiti eingenommen. Und das nochmal zu retaken wird für MK jetzt extremst schwer. Denn sie müssen den Graffiti pushen. Sie müssen Richtung Heaven gehen. Streamer mit dem ersten gegen Sterix. Erster Flashbang. Erster Smoke kommt raus. Streamer weiß, unten steht noch mehr. Smeta kommt als Backup hinzu. Streamer, jawohl, zum zweiten Duffcast und Sergeant Flick. Und die sitzen auf kurz und auf long. Warten, pushen rein. Sergeant Flick ist raus. MK mit einem sauberen Retake. Keinen einzigen Mann verloren. Und die Bombe kann natürlich noch durch das Defuse defused werden. 11:5, die Chance, hier erstmals 8 Runden Führung gegenüber Team Spirit zu haben. Team Spirit wartet nicht noch eine Runde ab, bis man hier auf die Arcas gehen kann durch den Bombplant, sondern geht direkt in den Force bei rein. Pistolen, Kevlar und fast Full Nades. Jeweils 2 bis 3 bis 4 Granaten pro Spieler. Und die muss man natürlich jetzt so einsetzen, dass die Runde erfolgreich gewonnen wird. Erster Flash ist in Smalls Richtung B. Hinten pushen sie. Dreamer. Starker erster Peak. Na, Spyder kommt hinterher mit der MP9. Schafft das Bombe down. Und das tut weh bei Team Spirit. Denn Smeta ist da auf kurz. Softdick alleine. 1 gegen 5. Versucht es. Aber auch hier keine Chance mehr. 12:5 für MK. Team Spirit. Economy-technisch am Abgrund. Wieder $2000. Wieder muss man eine Sparrunde einlegen. Man geht zu zweit in den Connector rein, hat BRN oben. Wartet auf die Infos. Dima, Sascha Fleck pusht dann raus. Dima mit der Glock will hier versuchen zu traden. Ah, BRN hat den Fokus. Jawohl, macht er gut. Bisher keine Chance für Team Spirit mit den Pistols only. Versucht zu überlangen. Vielleicht die Bombe legen. Aber kurz, da steht schon BRN. Hört die Steps mit der MPS. Sollte er den Kill eigentlich haben? Pusht rein. Bombe kann noch geleakt werden. Und das ist immerhin so ein kleiner Hoffnungsblick für Team Spirit nach dieser Runde. Erneut konnte man keinen Gegner rausnehmen, keinen Frag ziehen, aber immerhin, den Bombplanting gibt's und das heißt nur ein bisschen extra Geld für die eigene Haushaltskasse. $4.000 bis $5.000 auf der Bank. Wir sehen Arcas und eventuell auch die AWP auf Darfcast, jawohl. Dazu gibt's allerdings nur Kevlar, keine Granaten bei ihm. Und die Runde, die brauchen sie jetzt, Team Spirit, ansonsten könnte MK sicher in die 15 gehen. Man baut erstmal langsam auf, zurück in der Mitte. Hinten alleine VB, währenddessen Spider schon offensiv agiert, genauso wie Victor. BRN zum ersten, Spider hat die Infos, hört die Steps und BRN will mehr. Schaut, Flashbang ist gut, macht trotzdem noch Schaden gegen Softic und dann ist natürlich Victor da und er sprayt hier einfach alles um. Sterix, Softic. 2 gegen 3 Unterzahl und MK, sie ziehen sich defensiv zurück auf die Bombsites. Sie haben die Überzahl, warum also groß offensiv agieren? Warum nicht einfach Team Spirit in sich reinlaufen lassen? Sterix schafft es immerhin schon mal etwas raus in Richtung B-Monster. Schaut mal rein, Richtung Graffiti. Aber instant ist Victor da. Softic.
1 gegen 3 Unterzahl. Er weiß, zwei Spieler standen auf B. Vielleicht hat er ja Glück. Und einer der beiden rotiert hoch auf die A-Side. Steppt jetzt laut. Jetzt das Ganze natürlich im Sneaky-Beaky-Mode. Sumeta im Wasser. Victor schaut Richtung Barrels. Stehen beide komplett defensiv. Sie wissen, es gibt eine AWP. Sotfick. Schaut. Richtung Graffiti. Victor muss ihn sehen. Victor schaut. AWP ist da zum ersten. Sumeta weiß Bescheid. 20 Sekunden. Bombe wird durchgezogen. Sumeta schaut nicht nach links. Was ist denn da los? Sotfick schafft es hier in 1 gegen 1 gegen BN. Der flasht einmal. Er hat aktuell kein Kit. Dafür noch eine Smoke und ein Molotov. Erste Smoke kommt rein. Molotov Richtung Short. Granate in Richtung B lang. Und die Granate. Ah, wunderbar. Rausgenommen. Von der Seite geholt. So fliegt er voll den Fokus in Richtung Wasser gehabt. Und somit kann auch hier diese Bombe wieder defused werden. 14. Runde für MK und Team Spirit. Ja, sie haben immerhin 4000 Dollar auf der Bank. Es reicht immerhin für AKs, Kevlar und Granaten. Aber mehr scheint hier erstmal nicht drin zu sein. Man braucht diese Runde, man braucht den Erfolg. Man muss hier irgendwie versuchen, Runden wieder gut zu machen gegenüber MK. Die stehen aktuell wie der Fels in der Brandung. BRN ist blind. Ja, die Steps von Dima werden gehört. Man weiß also Bescheid, mindestens 1-2 Spieler in Toilets drin. Victor und BRN bekommen schon Hilfe von Spyleader. Der wirft einmal eine Flash, schaut Richtung lang. Ja, Victor bekommt erstmal noch keine Gesellschaft. Traut sich jetzt hier ein kleines bisschen nach vorne. Und Team Spirit. Ja, sie bauen sich eher in Richtung der B-Side auf. Victor. Wenn er hier den tollen Spieler Dovecast rausnehmen kann, jawohl, die Steps hört, kommt, aimt, wunderbar, Dovecast ist raus, im Connector noch steht da unten Cody und der steht links, Victor. Ah, schaut nicht früh genug auf die linke Seite, Dreamers, Meta müssen aufpassen, auf lang kommt gleich die Bombe durch, Flashbacks, Boxer 3, Doppel-Crossfire Setup. Meta angeschossen, aber die USP reicht, um den letzten Frag zu ziehen. 15-5, ganze 10 Matchpoints für MK. Und Team Spirit. Natürlich, ohne Bombplant, wir sehen's. Wieder limitiert. Was hier diese Byron angeht. BRN mit dem Wallbang. Aber es geht wieder in Richtung der B-Side. Wieder schnell auf B drauf. Dreamer. Ah, da kommt der Molotov. Der macht unheimlich viel Schaden. Dreamer ist raus. Bombflash! Benon sitzt nicht, aber unten steht ein Spyleader im Fall mit der M4S, aber auch da fliegt er raus. Und das könnte diesmal sogar aufgehen bei Team Spirit. Victor ebenfalls rausgenommen worden. BRN ist noch da, Bombe liegt offen, sie haben eine Smoke. Und die Granate, oh, die kann richtig gut Schaden machen. Fliegt ein bisschen zu weit, um den Bombplatte rauszunehmen. 1 gegen 3 Unterzahl und BRN... Ja, hört die Steps Richtung lang nicht. Dovecast sprayt wunderbar, holt die AWP raus. Vielleicht jetzt endlich das Comeback von Team Spirit. Trotzdem brauchen sie jetzt immer noch 9 Runden am Stück, um hier in die Overtime zu kommen. Um hier noch eine Chance zu haben, als Sieger aus diesem Best of One hervorzugehen. Dima offensiv, Barrel steht wunderbar zum ersten, Dima nicht zum zweiten. Tracky kommt rein, aber Cody ist da. Und unten steht noch Spidey, mit der M4S gegen zwei Mann. Gut wird ebenfalls. Ah, schafft es hier nicht nochmal einen Frag zu ziehen, um hier einen Ausgleich zu schaffen. Victor, BRN, 2 gegen 3 Retake. Granaten fliegen in Richtung der Bombsite.
Machen allerdings erstmal keinen Schaden. Er steht zurzeit auf lang. Sotwick auf kurz. Und dann kommt Victor. Pusht rein. Sie haben ein Kit. Sie haben noch einen Molotov und einen Doppelflash. Und Victor muss eigentlich nur defusen. BRN. Oh, trifft den Shot nicht. Unglücklich. Holt sich Steric. Der Malafkost ist da, um den direkten Refrig zu sichern. 15-7. Team Spirit schafft es, zwei Runden in Folge zu holen. Und das immer mit zwei oder drei Spielern, die am Leben bleiben. MK könnte nochmal rein investieren. Dreamer hat nur 2-2. Und der Rest bleibt solidarisch, kauft nur Pistolen. Man spart sich das Geld, um dann in der nächsten Runde wieder mit voller Leistung das Ganze versuchen zu können. Diesmal schnell in den Connector. Auch hier geht es wieder in Richtung B-Short. Victor weiß Bescheid. Steps sind da. Smokes, Flashes, Molotovs. Alles geht auf der B-Side. Und sie kommen langsam unten rein. Über Heaven, über CT. Granaten machen erstmal keinen großen Schaden. Keine, fast keine Nades mehr bei Team Spirit. Die pushen rein. Victor ist da, die Pistols. Victor ist raus. Dima. Tracky sitzt unter Zahl 1 gegen 3. Und Dima bereits angeschossen worden. Da hat Steric nur noch eine Bullet, die er reinschießen muss. Und jetzt eben wieder MK. Mit der Full Barons im Versuch, die 16 endlich voll zu machen. Team Spirit endlich zu bezwingen in diesem Best of One. Darf jetzt hier bloß nicht das Momentum von Team Spirit erblühen lassen, um gegebenenfalls noch den eigenen Sieg zu riskieren. Erstmal wieder B-Aufbau bei Team Spirit. So langsam weiß man hier Bescheid. Flashbangs sageln rein. Sie warten onside. Dreamers, Meters bei Leader. Kurz pushen sie durch bei Leader. Oh, sie reihen sich für ihn auf, aber es gibt bisher erst noch keine Kills. Steric kommt von der Seite und wieder Victor und BRN, die hier retaken müssen. Granate Richtung Side fliegt zu weit. Victor hat keine Vision Richtung der Bombside. Im Wasser steht Steric. Der schaut Richtung Heaven. Victor guckt nach links zum ersten. Nächsten ist Davkos da. BRN wird von kurz zerhackstückelt. Und Team Spirit kämpft sich ran. Auf 6 Runden. 15-9. Vielleicht wird das Ganze hier doch nochmal extrem spannend in der Overtime. MK, Pistol, Kevlar-Runde. Vielleicht versuchen hier mit Pistolen Kevlar auf die Close Distance ein bisschen mehr Erfolg zu haben. Team Spirit diesmal zum ersten Mal, wo man nicht mehr auf den Connector und B-Go geht, sondern eben erst wieder up-aimt. Man wartet. Oben am Brunnen, Connector und VB. Schaut, ob hier MK etwas offensiver agiert in dieser Runde. Was erstmal nicht der Fall ist, denn dort wartet man eben auf den Close Distances, auf die Infos, auf die Steps, auf den Lucky Punch. Zwei Leader. Richtung lang. 40 Sekunden. Sieht hinten auf Tick. Darfkost aimt mit der AWP rein. Ich darf das nicht zeigen. Drei Mann auf A kurz. Spy Leader. Da kommt gleich Besuch hinten. Flashbang, Molotov kommt raus. Steps sind gehört worden. Spy Leader von der Seite. Aber Softic ist da, holt den ersten Mann raus. Smeta mit der Pico 50. Auch hier keine Chancen. Dreamer holt sich immerhin Coldy. Aber jetzt weiß man, wo er steht. Darfcast will natürlich die AK möglichst nicht in die Hände von Dreamer geben. Snickt sich über Toilets nochmal Richtung Bombside. Hört sich selbst. Steric muss reinschauen, muss natürlich Toilets checken. Geht auf den Schlitz. Dreamer. Dann erwischt er ihn von der Seite.
10. Runde für Team Spirit. Und wir sehen jetzt eben die taktische Pause. Also irgendwas muss MK tun, um hier die 16 endlich voll zu machen. Man hat noch ganze 5 Matchpoints. 5 Runden, in denen man vielleicht auch ein bisschen experimentell sein kann. Team Spirit hingegen, auch sie natürlich, müssen sie jetzt ein bisschen umstellen. Müssen schauen, wie versucht man natürlich jetzt gegen die Full Baron von MK das Ganze aufzubauen. Geht es wieder auf den schnellen B-Gau, wieder über Connector und B-Lang. Oder aber erstmal langsam auf Infos gehen. Möglichst nicht in die HWP von BRN reinlaufen. Scheinbar hat man sich jetzt hier auf beiden Seiten für eine Taktik entschieden. 11. Runde in der zweiten Halbzeit. MK hat noch 5 Matchpoints. Und Team Spirit, das sieht aktuell gar nicht mehr so schlecht aus wie in der ersten Hälfte. Ja, Victor hält die A-Side alleine. Hat hier noch BRN mit der AWP hinzu. Man geht ja noch, dass er 3x B holt. Und Sterex schaut, ob er hier vielleicht irgendwo offensiv agiert. Nein, tun sie nicht. Man wartet oben in der Mitte auf der Party. Erste Smokes, Flashes kommen rein und MK. Die wollen hier gar nichts riskieren. Boosten sich hinten zu zweit auf B. Spider kommt als Rotation hinzu. Man hält lang jetzt zu zweit. Ja, und Darfcast, wenn er hier vielleicht Victor sieht. Wenn sie sich boosten möchten. Könnte hier den ersten Vorteil für sein Team rausholen. So weiterhin ein 5 gegen 5 mit noch 65 Sekunden auf der Uhr. Die Zeit rennt. Die Zeit rennt runter. Und noch hat Team Spirit keine großen Infos gesammelt. Darfcast. Über A-Short schaut er Richtung der A-Side. BRN hängt nur defensiv rein. Spy-Leader. Und Victor muss auf lang aufpassen. Zu zweit kommen sie. Victor zum ersten. Victor zum zweiten. Doppelkill. Und das, genau das haben sie gebraucht. Den Vorteil. Victor mit Granaten. Flashbang. Hangelt rein. Victor immer noch mit der ersten. Zum dritten. Victor zum vierten. Keine Chance gegen Victor. Sterix im 1 gegen 4 mit noch 20 Sekunden auf der Uhr. Und er muss die Bombe legen. Er muss die Bombe legen. Versucht sie. Victor holt ihn sich. Und hinten, da steht Spalier. Drückt den Shot nicht. 14 Sekunden. Die Zeit, die rennt runter. Sterix muss die Runde holen. Und das sollte es gewesen sein. Schlägt sich einmal rein. Dreamer ist da. MK gewinnt mit 16 zu 10 gegen Team Spirit.